Und da sind wir wieder bei Banished, ja, in Horts Hütte. Wir haben schon einiges gebaut, aber wir haben noch nicht alles gebaut. Und wir brauchen weiterhin Steine. Steine ist unser großes Problem. Nahrung läuft wie Sau, ja. Wir brauchen Steine und Bauarbeiter und Krankenhäuser und was wir nicht alles brauchen. Ja, das Krankenhaus, da ist alles da, das muss einfach nur fertig gebaut werden. Da kommt ein Händler, mal gucken, was er mitbringt. Wäre aber nice, wenn mal ein anderes Tier dabei ist. Dann können wir hier auch mal was reintun. Steine. Hier sind Steine. Collect Stone. Mach mal. Wir haben schon 16 Farmer. Und. Oh, uns fehlt ein Fischer, ist wohl einer gestorben. Kann man nichts machen. Wie sieht's hier aus? Hier ist Fisch drin, dies, das, jenes. Hier ist auch ein bisschen Salat. Hier geht der Fleisch ab. Richtig hardcore dick Fleisch. So, was hat er dabei? Bestimmt dasselbe wie immer. Oh, er hat lebende Hühner. Ich gehe kaputt. Nehme ich. Ich hätte gern 4 Stück. Oh, mein Feuerholz ist diesmal nicht ganz so viel wert. Oder? Kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin. Cool. Trade. Hammerhart. So. Chickens. So. Dann werden die gleich die Hühner von dort abholen. So. Er kann abhauen. Und ich habe richtige Hühner jetzt. Die holen die gleich ab. Die sind ja hier, die müssen jetzt hier rüberlaufen. Holen sich die Hühner und hier passen dann 4 von 66 Hühner rein. Das heißt, es gibt Eier, es gibt Essen, es gibt eigentlich alles. Und wir haben späten Herbst, das heißt, unsere Farmer haben erstmal Pause. Was haben wir denn für eine Zeit? Ach, fünffach, wir machen mal zweifach. Ziehen mal kurz die ganzen Farmer ab, also den größten Teil. Schicken welche in den Steinbruch. War nicht ganz so viele, wir nehmen mal 8. Müsste ja was werden, weil gefarmt wird hier nichts mehr. Das ist alles abgefarmt. Und Nahrung über 7000, aber unsere Lebenserwartung geht langsam runter. Woran nichts, wir haben keine Herbs. Wie sieht es denn aus mit den Herbalisten? 4 von 6. Müssen wir einfach mal 2 einstellen. The Reserve of Firewood is low. Achso, ja klar, wir haben ja gerade ein bisschen was verschoppt. Nur noch 30. Der soll mal hier loslegen. Logs haben wir genug. Wir haben ja auch einen. Macht mal, Jungs. Sollte ja nicht so lange dauern. So, der erste Steineklopfer kommt. Ja. 8 sind eingestellt, einer geht. Einer läuft. Total cool. Hier wird auch fleißig gebaut. Na, da ist denn unser Markt. Da wird denn sehr viel, also das, was die hier brauchen, das kommt dann in den Häusern, in den Markt und dann rennen die da jeden Tag hin. Hier sind auch noch ein paar Holzhäuser. Da müssen noch Straßen gemacht werden. Und hier wird noch weiter noch ein paar Steine abgebaut, die sehr wichtig sind momentan. Warum sehe ich hier bloß 3 Leute arbeiten? Was machen unsere ganzen Förster? Okay, der sollte da vielleicht mal wieder was pflanzen nebenbei. Ah, hier sind ein paar Loks, ein paar Steine sind schon mal angekommen. Hier wird fleißig gebaut. Schön, schön, schön. Entschuldigung. Oh, ein Trader ist gestorben. Aber wir haben noch einen, der gerade nichts tut. Ja, unsere Leute werden alt.
Ja, die alten Leute. Da kannst du nichts machen. Alte Leute sterben. Und wir haben jetzt frühen Winter. Darauf zünden wir uns erstmal ein Zigarettchen an, damit uns wärmer wird im Winter. Ja, unsere Lebenserwartung ist echt ziemlich tief. Was ist mit ihm denn? Er ist noch gut bei. Sieht gar nicht so schlimm aus. Klar, diese sehr alten Leute. Irgendwann holt das Leben uns alle ein. Fehlt hier da doch. Ah, Bilder fehlt. Wo sind überhaupt die ganzen Bilder, ja? Hier sind die Steineklopfer. Ich weiß nicht, ob die was wegschaffen. Aber ein bisschen liegt ja schon daneben. Die brauchen bloß über die Straße gehen, das hinstellen. Nein, wir legen das erstmal zur Seite. Das Blöde ist, die laufen immer mal hier so quer rüber, was ein bisschen nervig ist. Um uns Werkzeuge zu holen. Oh, wir haben ein Hospital, da werden wir mal ein einstellen. Damit wir auch einen Arzt haben, der Krankheiten heilt. Ich habe so viele Herbalisten, ne? Aber irgendwie mit der Medizin ist es schlecht. Bisschen komisch. Laufen hier schon unsere Hühnchen? Hammer. Dann gibt es ja auch bald Eier und ein bisschen Hähnchenfleisch. Schon mal sehr cool. Hier werden die Häuser auch weiter bearbeitet. Bei den Straßen sieht es noch schlecht aus. Dann liegt hier vorne mit ein Stein. Gibt es ja nicht. Nimmt den mal einer mit. Die bauen ja auch ein bisschen die Steine ab. Die anderen Leute, die gerade nichts zu tun haben. Zum Beispiel der Taylor, der kann gerade eh nichts machen. Weil wir nicht genug Leder haben. Auf jeden Fall reicht die Nahrung momentan halbwegs. Oh, da ist kalt, kein Feuerholz da. Wie sieht es mit Feuerholz aus? 8. Hm. Jungens, Jungens, ihr seid ganz schön langsam. Nee, keine Forester Lodge, die sollten ein bisschen mal hier die Bäume wegfarmen. Das wäre echt cool. Setz hier auch gleich mal eine Prio drauf. Denn wir brauchen einfach Feuerholz. Sehr wichtig. Denn den Leuten ist einfach arschkalt. 22, 26, 28, 22 und hier 37, 35. Naja, vielleicht kriegen die ja noch ein Habs Kinder. Schade ist, dass ab und zu Leute sterben. Aber dagegen kann man einfach nichts machen. Ja, wie sieht's denn aus mit dem Feuerholz? Geht das hier mal vorwärts, oder? Warte mal, ich hol mal die ganzen Jungs hier raus. Die ganzen Stonecutter. Ich meine, das liegt hier zwar alles daneben, das müssen die Labore alles wegschleppen wahrscheinlich. Ich mach mal ein bisschen schneller. Weil irgendwer wird das bestimmt schon wegschleppen da. Die sollen hier mal die Bäume weghämmern. Damit wir ein paar Loks am Start haben. Schlimme ist, gleich ist Frühling. Ah, wir wollen ja nicht, dass Leute durch die Kälte sterben. Müssen wir uns nochmal hier so einen Woodcutter, noch einen hinbauen. Das ist halt immer noch zu wenig, was hier produziert wird.
So, ab aufs Feld, ihr Farmer. Wir brauchen noch ein paar mehr Farmer. Wir brauchen nämlich 16 Stück. Noch einen Boulder wegnehmen, so. Oh, der Markt ist auch fertig und hier wird auch noch Salat angepflanzt. Wir brauchen ein Vendor. Das nehmen wir da weg. Ha! Wir brauchen noch alle Mann. Full Trader, da kann ich mal welche mit wegnehmen. Ein Vendor. Da wird denn fast alles hingeschleppt. Ja, aus den Hütten, aus den Lagern wird da alles hingebracht, der größte Teil. Aha, wir haben ein Laborer mehr. Ich weiß gar nicht, was wird denn hier noch gebaut? Achso, ja klar, hier. Mr. Woody. Ah, hier hinten liegen noch haufenweise Loks. Ich habe mich gerade gefragt, wo die alle sind. Hier könnte mal gecuttet werden. Wir haben zwar einen Förster, aber der ist ganz schön langsam unterwegs. So, noch ein Woodcutter. Oh, es wurden drei Kinder geboren. Das ist ja der Wahnsinn. Wahrscheinlich in irgendeinem von den neuen Hütten. Ne, das ist neu. Dort nicht. Dort ja. Und dort auch. Das ist sehr schön. Oh, wir haben schon fünf Hühner. Und hier sammelt sich so langsam so ein bisschen was an. Auf dem Markt. Das ist schön. Wir werden hier auch noch ein paar Häuser rumbauen. Dass die sich das alle von da holen können. Gut wäre auch ein Markt hier, aber ich kann das nicht begradigen. Deswegen bleibt das erstmal alles so, wie das ist. Oh, sechs Eier. Cool. Die Hühner legen Eier. 66 Stück ist Platz. Ich hoffe, das werden auch mal 66 Stück. Wäre der Wahnsinn. Und wir haben keine Herbs. Was ziemlich kackies ist. Ich meine, wie viele Herbalisten soll ich noch einstellen? Wir haben schon sechs Herbalisten am Arbeiten und die kommen nicht aus dem Tünnef. Ah, sechs Gräber sind voll von 77. Ich könnte natürlich hier noch einen Herbalisten bauen, aber ich brauche mehr Leute dazu. Ich meine, ich habe drei freie Leute rumlaufen. So, wir müssten jetzt demnächst ein paar Loks ankommen. Unser Feuerholz geht hoch, unsere Nahrung geht ein bisschen runter im Keller, ist klar, weil ein bisschen wird hier eingelagert. Okay, nicht wirklich viel. Warum hier Leder liegt, weiß ich nicht. Könnte eigentlich der Taylor mal wieder ein bisschen loslegen. Dass wir ein paar Klamotten haben. Es ist nämlich nicht viel da. Sieht's hier aus im Inventar. Die haben alle was und da ist auch etwas. Also sie bringen das auch von ganz weit weg dorthin. Was gar nicht mal so schlecht ist. Ah, die können dann ihre Sachen tauschen, was sie so brauchen. Aha, ein Student mehr und ein Laborer mehr, noch ein Laborer mehr. Langsam werden die Leute erwachsen, was mir sehr gefällt. Denn wir brauchen diese Leute. Wie sieht's aus mit dem Fisch? Hier ist ein bisschen. Hier ist nichts vom Fisch zu sehen. Hier auch nicht. Aber wahrscheinlich hier ist ein bisschen Fisch. Von der Hütte dort. Und hier sammelt sich ja auch so einiges an. Ja, der Markt ist ein bisschen weit weg von dem Gedönse hier. Das heißt, wir werden uns hier weiter aufbauen. Ja, die Nahrung geht ein bisschen runter, aber ich denke mal, das wird schon. Wenn hier erstmal die Ernte beginnt, geht das wieder tierisch hoch, hoffe ich. Ah, Feuerholz ist voll.